Verehrte Frau Bundesministerin Barbara Hendricks, verehrte Städtetagspräsidentin Frau Dr. Lohse, liebe Eva, meine Damen und Herren, Abgeordnete aus Bund, aus Länder, verehrte Branche, ja, fast 1800 Menschen haben den Weg zu uns gefunden. Sie sitzen bis da ganz oben tief in den Rängen. Herzlich willkommen zum wahrhaft größten Branchentreff der Immobilienbranche. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben bewusst diesen Theatersaal des Admiralpalastes ausgesucht, weil wir haben ja nun Zusagen von vielen Admirälen und mehr als nur eine Admiralin. Und deswegen war der ursprünglich ausgesuchte Ort, das Außenministerium, zu klein geworden. Beginnen wir mit einer flotten Kommandantin. Sie herrscht über Umwelt und über Städte, liebe Frau Ministerin. Sie sind bereits Stammgast bei uns zum vierten Mal in Folge, also die ganze Ihre Amtszeit haben Sie den Weg zu uns gefunden. Es beweist, dass Sie uns ernst nehmen, dass Sie unsere Branche wichtig nehmen und das zeigt auch, warum wir den Dialog stets mit Ihnen suchen. Auch bei der Besatzung aus Ihrem Kabinett wurde heute nicht gespart. Sie haben gerade gehört, wer noch kommen wird. Liebe Frau Hendricks, meine Damen und Herren, diese Bedeutung hat auch Zahlen. Ich weiß, ich werde nicht müde, diese zu nennen, aber sie sind einfach wichtig, weil 3 Millionen Beschäftigte gibt es in der Immobilienwirtschaft, mehr als 800.000 Unternehmen. Und die Bruttowertschöpfung, das kann man gar nicht in Zahlen ermessen, das sind aber 500 Milliarden Euro und immer so 18-19% sprechen für eine deutliche Wirtschaftsleistung. Und meine Damen und Herren, deswegen sind wir ja der wesentliche Anker für unsere Konjunktur in Deutschland und auch in Europa. Und meine Damen und Herren, dieser Anker ist so wichtig wie selten zuvor. Die Entscheidung in Europa der Briten auf einen der wichtigsten Immobilienmärkte für einen Ausstieg aus der Europäischen Union haben viele verunsichert. Die Wahlentscheidung in den USA hat für Unsicherheit in Europa gesorgt und wir sind es ja gewohnt, global zu denken, zu agieren. So sind unsere Immobilienlieder ja gestrickt und dazu passt nicht Abschottung und Autarkie. Wir investieren in Länder des europäischen Umfelds, um deren Demokratieentwicklung wir uns in manchen Teilen hier auch im Moment durchaus Sorgen machen müssen. Zahlreiche Kriege und Konflikte führen dazu, dass wir Solidarität zeigen müssen für Menschenleben, auch in der Immobilienwirtschaft. Und gerade deshalb, meine Damen und Herren, haben wir dieses Motto diesmal gewählt, Kurs halten in global unruhigen Zeiten, und zwar Kurs halten im turbulenten Fahrwasser, deswegen auch im Admiralspalast. Aber wir wären auch nicht der Zier, meine Damen und Herren, wenn wir damit nicht Botschaften verbinden würden. Kurs halten heißt für uns auch, mehr Regulierung bedarf es nicht, im Gegenteil. Lassen Sie sie uns abbauen, damit nicht der Ast, auf dem wir alle sitzen, abgesägt wird. Und um es klar zu sagen, die Finanzmärkte sind jetzt europäisch und deutsch genügend reguliert. Wir brauchen keine Verschärfung des Mietrechts und wir brauchen intelligenten Klimaschutz mit Augenmaß. Erlauben Sie mir ein paar Worte zum Klimaschutz. Er war der schwierigste Teil, Frau Ministerin, in unserer partnerschaftlichen Diskussion in der Legislatur, Sie wissen das, als wir noch vor der Sommerpause mit einem nicht besprochenen NF-Verschärfungsentwurf konfrontiert wurden und mal eben im Zuge von Marrakesch 8 Millionen Tonnen CO2 als Morgengabe zu uns rüberwanderten. Ich möchte wieder sagen, Sie haben uns an Ihrer Seite dabei bei dieser Klimadiskussion. Und ich werde in dem Zusammenhang auch nicht müde zu betonen, dass Sie persönlich und auch Ihre Staatssekretäre, ganz vorweg auch der unermüdliche Gunther Adler, Ihr Versprechen wahrgemacht haben, dass Sie alle Dinge mit uns auch besprechen und auch unseren Rat einholen und so ein bisschen mitreden dürfen. Denn Sie wissen, wir stehen in der Klimadebatte an Ihrer Seite. Wir wollen dieselben Ziele erreichen wie Sie. Wir stehen hinter Paris, wir stehen auch hinter den Klimazielen unumwunden dieser Bundesregierung. Ja, und dann hat es sich ja auch inzwischen zum Glück rumgesprochen, dass eine reine NF-Verschärfung beim Neubau uns nicht weiterbringt. Sie wurde dann ja auch nicht
beschlossen. Beim Klimaschutzplan für den Bestand müssen wir auf Technologieoffenheit und auf Wirtschaftlichkeit achten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Klimaschutz dazu führt, dass die Herstellungskosten weiter steigen. Und an dieser Stelle, dazu hatten Sie uns ja vor einem Jahr auch aufgefordert, ausdrücklich, ich erinnere mich daran, sollten wir selbst Vorschläge machen. Das haben wir getan. Das hat wieder zu der kooperativen Vorgehensweise geführt, nachdem wir einen kleinen Stillstand in der Diskussion hatten. Und diese kooperative Vorgehensweise, die schätzen wir auch sehr, um unsere Vorschläge einzubringen. Der Zier hatte ja schon weit davor die Taskforce Energie eingerichtet. Und in dieser Taskforce haben wir eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Ökobilanz im Gebäudesektor erarbeitet. Gutachten haben wir geliefert zur Wirkung von Maßnahmen und ebenso wesentliche Strategien zur Optimierung der Energieverbräuche im Bestand, zur Anrechnung nicht am Gebäude erzeugter Energie, zur energetischen Quartierssanierung, das kommt jetzt wirklich auch in die Köpfe der Ministerien, habe ich so den Eindruck, zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel für Photovoltaik auf Gebäuden und vieles mehr. Meine Damen und Herren, daraus entstand unsere neue Innovationspartnerschaft mit Ihrem Ministerium, eine Arbeitsgemeinschaft in Ihrem Haus, bei dem wir wirklich alle, ich sag's mal so, auf Augenhöhe am Tisch sitzen, miteinander reden können und gemeinsam die Maßnahmen bewerten und umsetzen wollen. Das muss fortgesetzt werden, wie ich meine, auch unabhängig davon, dass es Wahltermine gibt. Frau Ministerin, es ist auch kein Geheimnis, was unsere Branche von der Mietpreisbremse und von anderen Verschärfungen des Mietrechts hält. Gut und gerecht gemeint, wirkt aber nicht immer gut. Und es waren Sozialdemokraten wie Olaf Scholz, die den ursprünglich beabsichtigte volle Mietpreisbremse damals für den Neubau und für große Revitalisierung entschärft haben. Weshalb? Klar, weil er in Hamburg Wohnungen bauen will und damit erfolgreich ist. Und dann sind wir auch wieder zusammen im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen, einem Erfolg dieser Legislatur. Denn dieses Bündnis muss auch nach der Wahl weitergehen, wie ich meine. Es ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Wir haben dort ein gemeinsames Verständnis geschaffen für komplexe Themen. Und daraus ist ja auch etwas geworden, was in dieser Legislatur verabschiedet worden ist, nämlich etwa das urbane Mischgebiet, das eingeführt worden ist. Klar, muss der Zier wieder sagen, da kann man noch mehr machen. Man hätte die TH Lärm auch noch verbessern sollen. Aber wir haben ja auch noch die nächsten 4 Jahre Zeit. Wir brauchen Anreize für unsere Arbeit. Das ist bekannt. Ich höre allenthalben, dass viele sagen, die lineare AFA soll etwa von 2-3% oder mehr erhöht werden. Natürlich haben sie uns auch dabei. Und ich denke, wir können auch übereinstimmend sagen, wir brauchen schnellere Grundstücksvergaben und Baugenehmigungsverfahren. Finanzminister Schäuble wird ja heute zu uns kommen und wir werden ihn ebenso wie die Länder bitten, darüber nachzudenken, bei dem vielen Geld, das er jetzt verteilen muss, der arme Kerl, vielleicht auch Geld in den Kommunen ankommen zu lassen, verehrte Eva Lose, sie weiß, was ich jetzt sagen werde, Geld ankommen lassen in den Kommunen für qualifiziertes Personal, meine Damen und Herren. Die Kommunen sind dort ausgeblutet, ein ganzes Stück, und wir Investoren, wir Entwickler haben ein großes Problem, dass dort nicht ausreichend qualifiziertes Personal ist, denn das beschleunigt das Ganze auch. Also ich glaube, das können wir beide zusammen sagen, und auch da darf ich auch für den Oberbürgermeister aus Düsseldorf sprechen, denke ich. Qualifiziertes Personal ist wichtig, da muss auch Geld hin. Meine Damen und Herren, es ist eine gute Tugend im ZIA, selbst zu agieren und nicht auf staatlichen Segen zu warten. Das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses. Und wir müssen an unseren Geschäftsmodellen arbeiten, um zukunftsfähig zu sein. Vor über 3 Jahren starteten wir eine Innovationsinitiative und wir haben das zum Kern unserer Zierarbeit gemacht. Viele neue Tools unterstützen uns inzwischen dabei. Thinktanks, Innovationsbeauftragte, Innovationskongresse, ein großer Bericht. Die Immobilienhochschulen sind mit uns dabei und haben verschiedene Tools entwickelt, wie etwa den Innovationsmonitor. Und wir arbeiten mit jungen Unternehmern zusammen, mit Start-ups. Sie sehen das hier auch. Wir haben dem ein eigenes Wort gegeben, PropTech, erklärt man mal an einer anderen Stelle. Unsere Digitalisierungsstudie, die wir mit Ernst & Young gemacht haben, hat diesen Begriff weiter definiert und wir sind ein ganzes Stück nach vorne gekommen. Und von der Innovation sind wir zur Digitalisierung gekommen. Welch Wunder.
Und es war Günther Oettinger, der hier in diesem Kreis gesagt hat, passt auf, verpasst nicht den Anschluss, ihr müsst was tun. Und wenn man sich so anschaut, diese Beispiele sieht er ja auch in der Welt und auch in Deutschland, die wertvollsten Unternehmen kommen heute nicht mehr aus der Schwerindustrie und ich muss sagen, leider auch nicht mehr von uns, sondern es sind die Digitalisierer. Und es sind eben die Apples, Googles und in Deutschland vor allen Dingen natürlich auch SAP. Noch vor 10 Jahren haben ja die bekanntesten Hersteller von der Autoindustrie, wie sie so auch alle heißen, BMW, Mercedes und vieles, ganz allein natürlich ihre Autos gebaut. Und jetzt kommen die Digitalisierer wie Google und sagen, jetzt bauen wir mal eure Autos. Und ich habe ein Stück Sorge, dass irgendwann mal diese Branche auch auf die Idee kommt, uns überflüssig zu machen und für uns die Häuser baut. Das wollen wir nicht. Und deswegen umarmen wir die Branche. Wir haben, meine Damen und Herren, eine Systempartnerschaft mit SAP gegründet. Wir können Immobilien und Städtebau, die können Digitales und zusammen soll daraus etwas Gutes werden. Also, wer kann das besser als der Zier? Das machen wir jetzt so. Mit SAP konnten wir dieses europäisch riesige Softwareunternehmen gewinnen, auch als Mitglied beim Zier. Wir haben heute einen Digitalisierungsausschuss mit einer Vice President von SAP an der Spitze im Zier eingesetzt. Zier goes future, überhaupt keine Frage. Das ist ein wichtiger Teil unserer Innovationsinitiative. Meine Damen und Herren und liebe Frau Ministerin, gern tauschen wir uns auch zu diesen Ergebnissen mit Ihnen weiter aus. Lassen Sie uns gemeinsam schlau machen, trotz unsicherer Zeiten um Deutschland herum, angesichts der noch immer auswirkenden Flüchtlingskrise, die wollen wir hier ja auch nicht in Vergessenheit geraten lassen. Das Motto der Stunde muss heißen, bauen, 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 investieren, investieren, investieren. Und damit möchte ich das Wort hier in diesem Admiralspalast an Sie, verehrte Frau Bundesministerin, geben. Schön, dass Sie da sind. Die Bühne gehört ganz Ihnen.